Hi Leute, hier ist der Michel, willkommen zurück bei Forza Horizon 2. Wir stehen gerade noch beim Autotreffen, bevor es gleich weitergeht mit der Meisterschaft in unser Prachtstück im Jeep Grand Cherokee SRT. Meine Aussprache wurde so ein bisschen bemängelt letztes Mal. Cherokee, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein altes Indianervolk, nachdem dieses Auto benannt wurde. Und ja, Autotreffen, gucken wir gerade mal, was hier alles so rumsteht. Es ist so eine Mischung, habe ich das Gefühl, aus tatsächlichen Spielern und Driver-Tarn. Es sind nicht immer alles wirklich Spieler, die hier rumstehen am Autotreffen. Naja, whatever. Wir fahren los, wir verlassen das Autotreffen und machen weiter mit der Meisterschaft. Ich glaube, zwei Rennen oder ein Rennen sind nur noch übrig, ne? Mit unseren SUVs. Und danach haben wir ja gesagt, machen wir die Supercars oder Hypercars. Müssen wir mal schauen, die modernen Hypercars. So, da ist unser Jeep. Müssen wir erstmal gucken, uns einen Überblick verschaffen, wo wir denn gerade sind. Und wo die Meisterschaft weitergeht. Ja genau, St. Martin sind wir unterwegs hier in der Sports Utility Heroes Meisterschaft. Querfeldeinrennen haben wir da noch. Und noch ein Querfeldeinrennen wahrscheinlich. Ne, ein Geländerennen. Ja, dann gucken wir mal. Also, wir haben ja gesagt, dass wir uns vielleicht nochmal ein anderes Auto ausprobieren. Es wurde sich tatsächlich auch der Lamborghini Urus gewünscht. Der ja auch kostenlos ist. Da auch DLC. Oh, habe ich diesen Sound vermisst. Oh, hallo. Oder? Geht der vorwärts. Meine Güte. Ich bin gerade Assetto Corsa Mod Video gefahren, das ist heute Mittag rausgekommen. Und da war ich mit so einem alten Opel Ascona unterwegs, der vergleichsweise mal einfach gar keine Power hatte zu dem hier. Der war spitze schon 140 zu Ende. Und dieser Cherokee hier, meine Güte, der alles abzieht. Das geht auf keine Kuhhaut. So, einmal hier rüber rumpeln. Rumpel. Mal, haben die irgendwas gepatcht? Das fühlt sich aber immer so direkt und knackig an im Lenkrad. Komisch. Oder ist es jetzt wirklich... Ich war das ganze Wochenende weg. Ich habe die letzten Folgen ja alle schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Das ganze Wochenende ja bei der Annie unterwegs und habe dann ja vorproduziert. Deswegen jetzt wieder ganz frisch reingestartet hier nach einer kleinen Pause in die Aufnahme. Na gut, gucken wir mal. So, links abgebogen. Große Steinwand, die uns hier noch ein bisschen den Weg verdeckt. Da ist schon mal der Subiratus. So, da ist das nächste Rennen. Jetzt gucken wir mal nach dem Urus. Ob wir den vielleicht auch Serie fahren. Ich weiß nicht. Vielleicht... um das Auto mal ein bisschen kennenzulernen. Ich habe den noch nie gesehen, bevor ich Forza Horizon 2 gesehen habe. Wollte ich eigentlich gar nicht. Habe ich jetzt gedrückt? Das ist aber doof. Das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Ja, ich habe aus Versehen die andere Art. Ich habe nämlich zwei A-Tasten. Habe ich die links aber aus Versehen getappt, wo die eigentlich nach links wollte, weil die direkt über dem D-Pad ist. Na egal. Dann fahren wir das Rennen jetzt nochmal so mit dem Cherokee und das Finalrennen mit dem Urus. Das können wir ja machen. Wir haben, glaube ich, schon einen ganz guten Punktevorsprung. So, mal gucken. So, Level 50 haben wir auch schon. Ich weiß gar nicht, ob noch Wheelspins offen sind, aber bei dem Escalade hier links neben uns, da sehen wir schon, dass diese FBI-Lackierungen offensichtlich relativ beliebt sind. Da wird aber gebremst. Meine Güte. War noch gar keine Kurve. Das ist einer dieser Urusse. Entsprechend abgespaced. Wie das Auto aussieht, sehen teilweise auch die Lackierungen aus. So, hier auf dem Nassen, das ist natürlich, geht's gut seitwärts. Das ist eine kleine Schleuderpartie hier gerade mal gewesen. Dann ziehen wir mal die Rückblende raus. Gehen wir doch stark zur Seite hier. Aquaplaning. Kurzes Duell mit dem Escalade noch und dann gucken wir mal, dass wir da die Kurve ein bisschen sauberer durchfahren. Da muss man schon im richtigen Moment, früh genug, muss man es erkennen und vom Gas gehen. Dass einem das Auto da wegschwimmt. So. Das war doch hier genau die Strecke, die wir mit dem Monsterfokus, glaube ich, gefahren sind. Ich glaube schon. So, das Feld ist vorne noch relativ dicht beisammen. Fünftel der Strecke haben wir schon hinter uns. Hier kann man sicherlich ein bisschen übers Feld. Da haben wir uns direkt in den Urus und den BMW gesetzt. Aber der Cherokee macht hier ganz gut Dampf. Achtung. Ah, da war es schon jetzt spät. Da haben wir auch einen leichten Stoß hinten bekommen, deswegen muss ich hier schon wieder die Rückblende ziehen. Skyline-Filster. So, hier bergab können wir richtig gut runterpushen. Einmal links neben dem BMW gesetzt. Und Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich denke mal, die meisten haben es mitbekommen, denn jede einzelne Facebook-Seite, die irgendwas mit Autos zu tun gehabt hat, hat es gepostet. Ihr kennt Blocks Gymkhana 7. Ist raus in seinem Mustang. Ho. Er ist ja umgestiegen jetzt, ne? So ein bisschen für sein Gymkhana-Video vom Fiesta auf den Mustang. Mit den alten. Ist sehr sehenswert wiederum natürlich. Schönes Gymkhana-Video, ist wieder ein bisschen mehr Budget auch reingeflossen. Die haben ja komplette Highways gesperrt und so weiter. Allerdings von den Tricks her
Oh, viel vom Alten, nicht so viel Neues dran drin, fand ich. Also, es waren jetzt nicht wirklich Tricks, die man noch nicht kannte oder so. Ganz cool fand ich die Szene. Na, ich will jetzt auch nicht spoilern oder so. Guckt euch einfach an. Mit dem Lowrider. Na egal. Auf jeden Fall wieder ein super Video natürlich. Wir haben ehrlich gesagt das 4er und 5er Gymkhana noch ein bisschen besser gefallen. Das 6er war ja das letzte mit dem Need for Speed Zeug. Das war auch ein bisschen uninspiriert, fand ich. Also es hat, finde ich, ein bisschen... Oh, jetzt sind wir Offroad. Da geht er aber wirklich sau... Wie die Sau geht der hier weg, einfach nur. Haben wir hier irgendwie die Lenkung wieder umgestellt oder die Hilfen oder sowas? Zuletzt ja gar nicht gewohnt gewesen hier, dieses extreme Ausgebreche. Ne, es war schon viel zu früh. Ne, auf jeden Fall, die Videos haben, finde ich, ein bisschen nachgelassen. Wir haben, wie gesagt, 4er, 5er, die ein bisschen mehr overedited waren. Die waren ein bisschen knalliger, ein bisschen bunter, mehr Explosionen und so ein ganzes Zeug. Aber ehrlich gesagt, mir das ganz gut gefallen. So. Oh. Na, der BMW lässt sich hier vorne nicht wirklich lumpen. Der Rest vom Feld, den haben wir schon abgehängt. Aber der hier vorne, der Malte, lässt sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, kriegen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Sei denn, wir kürzen hier nochmal ganz ordentlich ab. Aber da kommen wir dann nach hinten zu weit raus. Winkel nicht ganz getroffen. Müssen wir hier wahrscheinlich den Sieg abgeben. An dem BMW da vorne. Ja, und fast schon untergegangen ist dann der Shelby GT350. Ein neuer Shelby Mustang. Auf Basis des aktuellen, okay, beziehungsweise Facelift. Oder besser gesagt des neuen Mustang-Modells. Auch ein schickes Teil. Wurde von Ford offiziell dann gestern vorgestellt. Und wir sind gerade mal nur auf Platz 2 gelandet, aber trotzdem, punktetechnisch haben wir ein ganz gutes Polster, wenn es auf die Finalveranstaltung zugeht. Und da wollen wir dann wirklich uns mal den Lamborghini Urus nochmal zu Gemüte führen. Okay, super, super, super. Ja, danach würde ich dann sagen, direkt rein in die Hypercar-Meisterschaft mit dem Lambo. Habe ich auf jeden Fall jetzt mal Lust drauf. Auch wenn das sicherlich, ja, ganz schön... Wir würden uns ganz schön um die Ohren gehen wahrscheinlich. Aber wir haben uns ja jetzt zuletzt mit dem Ferrari und auch jetzt mit dem Cherokee ganz gut rangetastet. Na, schauen wir mal. Vor allem, wo es dann hingeht. Ich denke mal, rein von der Chronologie her müssen wir wieder nach Nizza fahren, oder? Ne, bin gar nicht sicher. Kommt vielleicht auch erst danach. Okay, dann auf jeden Fall jetzt gleich den Urus mal schnappen. Letztes Rennen hier. Haben wir noch eine Fahrspaßliste hier irgendwo da in der Mitte? Das ist, glaube ich, die mit dem Lancer. Oh, da wurde ich schon vorgewarnt vom Lukas. Die soll richtig fies sein. Da muss da durch den Wald. Nachts und das ist, falls sich die Leute noch erinnern da draußen oder ihr da draußen erinnert noch, wir hatten schon einmal eine mit dem Bowler. Das war auch schon so ein Querfeld-Ein-Ding. Achso, habe ich jetzt Schnellreise gemacht? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. So, jetzt auf jeden Fall mal den Urus schnappen. Ja, und die ist, glaube ich, mal noch eine Ecke schärfer. Weil da siehst du, da musst du wirklich den Weg durch den Wald komplett suchen. Da sind nur Bäume, Bäume, Bäume. So, der... Da ist er, der Urus. Der ist nämlich auch DLC gratis. Oh, der hat aber ganz gut, ne? 786, schon eine Serie, sehr, sehr stark. Natürlich auch Allrad. Sehr, sehr futuristisches Design. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mag ich ganz gerne, so. Den haben wir, glaube ich, schon gesehen. Sowas finde ich natürlich auf dem extrem geil. Das unterstützt so richtig die Linie nochmal. Sehr geil. Das sieht ja super aus. Der rote. Der ist nochmal so ein bisschen gespiegelte Variante davon. Nochmal ein bisschen anders vorne an der Front. Hat mir der rote noch ein bisschen besser gefallen, aber... Hey, echt schick. Echt schick. Das gefällt mir auch gut. Ich nehme den roten, weil der wurde ja richtig geil, den schwarzen, der wurde ja richtig geil gemacht. Hier, der ist ja wohl einsame Spitze. Den nehmen wir aber sowas von. Richtig geil. Richtig geil. Ja, habt ihr so einen schon mal auf der Straße gesehen, so einen Lamborghini Urus? Hm. Also, ich glaube, der ist sogar noch seltener als ein Huracan wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass Lamborghini überhaupt in dieses SUV-Segment eingestiegen ist. Schaltwippen sogar. Hier sind wir sogar original mit dem Lenkrad. Das originale Urus-Gefühl. Na gut. Das federt das hier nicht so im Playseat. Fehlt noch so ein Super-Simulator. Ich frage mich aber, ob die denn für das Spiel hier angepasst wären. Okay. Dann mal los, ne? Finale. Sieht der geil aus. Alles klar, Kumpel. Du bist in einer sehr guten Position. Noch ein Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Yes, dann geht's direkt in die nächste weiter. So. Na los.
Da hätte sogar der Flügel auf hinten. Mega. So, mal kurz die Richtung peilen. Über den Golfplatz. Okay. Ah, schön. Ja, die Strecke. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Das Speed holt sich ja doch so ein bisschen einiges. Oh, da ist der Baum. Da ist der Baum. Da knallen wir dagegen. Was für ein geiles Design auch hier beim Interieur. Der Tacho und so weiter. Oh, da knallt der Mercedes da auch dagegen. Das ist ja echt unglücklich gelaufen. Da müssen wir wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen weiter zurück, weil der hängt sich da vorne nämlich auch auf. Müssen wir uns ein bisschen weiter rechts direkt mal halten, weil sonst hier beim Sprung sind wir falsch aufgekommen schon. Weil der hoppelt ganz schön hier. So, hier schön Schwung von oben mitnehmen gleich. Steilkurve fast schon hier. Einmal über den Dreck. So, hochschalten. Boah, das ist aber wirklich ein holpriger Kurs. Da können wir fast schon in den Drift so ein bisschen rein. Ja, aber er lässt sich relativ gut abfangen hier auch. Greift sofort wieder in den Staub rein, in den Rasen. Da ist wieder der Subiratus. Der ist gerade schon einmal mir vorbeigefahren. Wir haben hier gerade eine relativ gute Fähigkeitenkette. Vielleicht holen wir noch ein bisschen näher. Ne, 30.000 holen wir hier mit. Das ist zuletzt die Sache, die wir ein bisschen vernachlässigt haben mit den Fähigkeitenketten. Aber jetzt läuft es wieder hier. Känguru drifts alles ineinander. Noch ein Sprung. Natürlich generierst du hier sehr viele Punkte allein durchs Hüpfen. Hoppla. Oh, gärtnerisch gestalten. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo drauf rauschen. So, das gab einen großartigen Sprung. Wahrscheinlich noch einen kleinen Drift. Versuchen mal ein bisschen Windschatten noch mitzunehmen. Ne, die 19.000 nehmen wir mit, aber das sind auf jeden Fall gute und wertvolle Punkte hier. Wir dürfen auf jeden Fall nicht Platz 3 wäre nicht so gut. Platz 2 wäre schon besser für die Punkte. Der Malte scheint hier wieder das Ding zu gewinnen, aber wir haben ein entsprechendes Polster für die Meisterschaft. Das sollte also reichen. Da vorne ist bereits das Ziel. Ich rausche hier mal einmal durch die Reben, durch die Büsche. Da reicht es dann auch tatsächlich für Platz 2 und damit dürfte das auch in der Gesamtwertung reichen. So, mit dem Lamborghini Urus. Aber knapp letzten Endes, ne? Sehen wir hier. 62 zu 60. Das war jetzt nicht so souverän mehr. Ich die beiden coole zweiten Plätze Sache, hier. Kumpel. Jetzt hast du eine weitere Meisterschaft in der Tasche. Wenn du so weitermachst, könntest du dir die sieht, Horizon-Finale ergattern. Die sieht echt stark aus, der Urus. Echt super. Und da sind es nur noch 4 Meisterschaften bis zum Horizon-Finale. Ich glaube auch, der Autoweg ist schon größtenteils abgesteckt. Mit den Sachen, die wir dann noch fahren wollen bis dahin. So, schön knackig und weiter. Level 51, neuer Wheelspin. Gucken wir gleich mal, was wir gewonnen haben. Vielleicht ist ja was Schickes dabei, was wir auch gleich in der Meisterschaft einsetzen könnten. Aber ich sag mal, für die Hypercars haben wir ja schon den Veneno. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch weiteres Geld ausgeben wollen. Denn die Hypercars sind natürlich logischerweise alle extrem teuer. Und wir haben, ja gut, aber wofür wollen wir sonst ausgeben letzten Endes, ne? Als für diese Autos, weil... Da. Das war die letzte Meisterschaft für diese Autotour. Wenn du bereit bist, begib dich zum Treffpunkt in Saint-Martin, damit wir rechtzeitig für die Preisverleihung zum Festival fahren können. Also ich habe mich auch entschieden, dass wir dann auf jeden Fall nach dem Horizon-Finale weitermachen werden. Also ich habe das Feedback auch von euch aufgenommen, dass es da halt in der Story auch so gesehen noch ein bisschen weitergeht und wir noch gegen den einen oder anderen Organisator und so weiter fahren. Und deswegen denke ich mal, ich drücke immer, weil es bei Formel 1 im Menü so anders ist, drücke ich hier manchmal jetzt X. Aufstieg erreicht. Ja gut, den holen wir uns natürlich ab, ne? Das ist ja mal klar. Ah, ist er wieder weg. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste, wieder die falsche Taste gedrückt. Ja, es ist aber verwirrend, wenn man so viele verschiedene... Gucken wir mal, was wir hier noch... Warte mal, Auto verschenken. Was haben wir denn noch bekommen? Wir haben nochmal Driver-Tagzeug und Geschenke. Ach, oh mein Gott. Was? 3 Hurakans? Das ist alles 3 die gleiche Nachricht, ne? Ich habe einen Hurakan bekommen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Hallo? So, der Club immer noch fleißig neue Mitglieder am Sammeln. Einige verlassen den Club auch ab und zu. Ich hoffe, ihr gehört nicht dazu, wenn ihr zuschaut. P1 TV Club Beste und so, ne? Wir haben einen Hurakan bekommen. Das ist ja mal richtig fett. Also da, jetzt bin ich ins Forza Hub gewechselt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, dann können wir da bei der Gelegenheit ja auch mal reinschauen. Nee, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will da wieder zurück. Lass mich wieder zurück. So, neue Credit-Belohnung. Guck mal hier. Können wir die abholen? Okay, Belohnung haben wir erhalten für Horizon.
Und Forza Motorsport 4 Falcon Car Pack haben wir schon runtergeladen. Okay, gehen wir zurück. Was ich eigentlich wollte, diesen Huracan natürlich abholen. Und des Weiteren hier den, eigentlich wollte ich nur am Wheelspin drehen. Das war alles, was ich wollte. So. Haben wir einen Huracan. Na, ist ja richtig super. Haben wir uns viel Geld wieder gespart. Und, ah, da waren so viele schöne Preise gerade, aber nein, wir haben keinen guten bekommen. So, wir können uns dieses Auto können wir uns, glaube ich, hier auch abholen. Bei Community? Nee, bei Fortschritt, bei Nachrichten. Weiß gar nicht genau. Müssen wir mal gucken, wo wir uns den Huracan... Ach, ich glaube, ja, hier müssen wir dann... Da müssen wir, glaube ich, dann... Ach, geschenktes Geld. Das Geld ist auch wieder da. Das haben wir eben gerade im Vorsab abgeholt. Was, das war richtig viel, ne? Waren das 600.000 gerade? Alter Schwede. Da ist der Huracan. Haben wir den dreimal jetzt bekommen? Das sieht ja fast so aus, als wenn die Nachricht da dreimal rausgegangen wäre. Können wir uns drei Huracans schnappen, oder was? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man die verschieden tunen und so. Ja, Geschenke abholen, ne? Tatsächlich. Man kann jetzt dreimal diesen Huracan runterladen, oder was? Na, das ist ja, glaube ich, ein Bug. Aber, ja, auf jeden Fall nett. Cool wäre es ja, wenn man wie bei Forza Horizon 1 die Autos verschenken könnte. Aber, ja, das geht ja hier leider nicht mehr. Das ist echt schade. Das war eigentlich ein Feature, das ich ziemlich gefeiert habe und auch viel benutzt habe. Auch im Let's Play damals mit der Annie haben wir ja sehr viele sehr viele Autogeschenke entgegengenommen und uns auch selbst noch zugeschickt, jetzt nachhinein. Ja, okay, drei Huracans. Ja, ich bin Huracansammler und was machst du so? Na schön. Also da haben wir auf jeden Fall für die Hypercars sind wir natürlich gut gerüstet dann. Mit Lamborghini dort jeweils. Veneno und Huracan. Oh. Hallo. Das wird jetzt sehr, sehr Lamborghini-lastig. Jetzt wollen wir an den Urus hier denken und dann noch an die beiden Schätzchen, die wir dann in der Garage stehen haben. Da bin ich mal gespannt. So, hier können wir auf jeden Fall, denke ich mal, kann man noch rüber. Mal durch den Zaun durchbrechen. Ja, kann man. Ich finde ja den, was ist das denn für ein geiler Spiegel übrigens? Was ist das denn? Der hat eine Kamera. Oh, das wollte ich gar nicht. Der hat eine Kamera jeweils, links und rechts. Und der streamt hier die... Das ist ja mega Porno. Das ist mir gerade noch gar nicht aufgefallen. Den Seitenspiegel streamt er dir quasi dann mit Kamerabild direkt ins Auto rein. Ist das geil oder was? Natürlich sieht dieser Außenspiegel ein bisschen seltsam aus. Der fungiert ja dann eigentlich nur noch so als Rückspiegelkamera sozusagen. Aber das ist natürlich super geil. Ich frag mich, was da die der TÜV und die deutsche Rechtslage zu sagen. Mit so einem Spiegel zu fahren. Das als vollwertiger Spiegel zählt, weil ich meine, gut, die Technik kann halt ausfallen, ne? So ein Spiegel, der geht halt immer, außer er ist beschlagen. Naja, auf jeden Fall eine interessante Frage. Vielleicht ist ja auch unter euch ein TÜV-Prüfer, der dann ja in den Kommentaren mal Klarheit schaffen kann. Na gut. Dann wählen wir uns die nächste Meisterschaft aus, wobei. Fahren wir mit dem Urus erstmal. Sieht ja geil aus, meine Herren. Ja, können wir noch mal ein bisschen Urus fahren, das ist auch ganz nett. Mal wieder ein bisschen die Heckkamera benutzen hier, wenn gerade die Sonne schon untergeht. So, haben wir irgendwie die Fotomöglichkeit gerade? Nee, er zeigt uns nichts an. Also ich war es nicht, im GTO. Die leuchten auch super schick, also dieser Urus, der gefällt mir echt sehr gut. Das ist hier ein C-Tec Fiesta gewesen. Fiesta Sport. Ein Transit, also den Transit natürlich, den müssen wir auch nochmal irgendwann fahren. Ich weiß gar nicht, in welcher Meisterschaft der vertreten ist. Wir fahren jetzt in Richtung, ja wohin eigentlich, ich weiß es gar nicht. Auto zum Festival, ich weiß überhaupt nicht, wo wir jetzt hinfahren. Auf jeden Fall erstmal hier durch die Berge, durch die Hügel besser gesagt. Da vorne haben wir ein Auto, das wir noch fotografieren müssen. Das dürfte wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, den Urus hatten wir glaube ich auch noch nicht. Das war ein Nissan Skyline 2000 GTR. Den haben wir übrigens schon mal in der Assetto, nee, nicht in der Assetto Corsa, sondern in der R-Factor 2 Mod-Folge gefahren. Diesen Nissan GTR, den alten. Auf Suzuka. Passgerecht. So,
Ansonsten habe ich Feedback bekommen noch, dass das Bild manchmal gerade im dunklen Bereich etwas zu dunkel ist. Also entweder derjenige oder diejenigen haben dann ihren Bildschirm etwas falsch eingestellt oder es ist tatsächlich so. Mal bitte Feedback geben dazu. Ist das Spiel zum Beispiel jetzt gerade, wenn die Sonne so fast halb untergeht, ist das Spiel zu dunkel bei euch? Oder ist das noch so gut sichtbar alles? Weil YouTube dunkelt halt die Videos ganz gerne mal ab. Ich müsste da einfach mal gucken, dass ich nachträglich beim Schneiden und so weiter, dass ich da vielleicht ein bisschen die Scammer hochsetze oder sowas. Hopp. Super Auto der Urus. Auch dieses Schwarz-Rot hier bei dem sieht wirklich einfach nur spitzenmäßig aus. So, da haben wir noch ein Foto. Wenn die uns so auf dem Präsentierteller serviert werden, dann fotografieren wir die auch. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Civi hier mit aufs Bild, der auch dazu gehört. Ne, das ist nur der Fairlady Z Version S Twin Turbo. Mensch, der ist mir bisher auch noch gar nicht so wirklich aufgefallen im Spiel, dass es den gibt. Es gibt so ein paar, es gibt wirklich viele Autos, muss man sagen. Über 200, ja, ne? Das ist wirklich eine ganze Menge. Die haben wir gar nicht alle abkaspern können. Natürlich nicht. Das geht fast gegen den Baum. Da ist noch ein Auto. GTI Forever. Das ist doch dieser alte Maserati. Haben wir den noch nicht fotografiert? Nehmen wir den auch gleich nochmal. Nee, das ist der Shelby Cobra 427 SC. Na gut. Der Bonus ist auch gar nicht mehr so zu verachten, ehrlich gesagt. 24.000 ist nicht schlecht. Nicht die Welt, aber auch nicht schlecht. Achso, wir sind wieder direkt in der Mitte beim Horizon Festival. Okay. Da wählen wir dann den weiteren Verlauf der Reise. Da hinten ist noch eine Reiserabatttafel. Die sollten wir vielleicht nicht unbedingt vergessen. Aber erstmal geht's hier zum Horizon Festival. Okay, du hast es geschafft. Lass uns vorher noch ein bisschen Party machen, bevor wir morgen unsere Autotour fortsetzen. Natürlich, denn noch halb im Suff verkatert weiterfahren. So, da sehen wir nochmal kurz die Ergebnisse der letzten Meisterschaften. Die San Giovanni die Retro Supercars. Lass uns nochmal ein bisschen Revue passieren. Audi Quattro, Ferrari R40 unter anderem gefahren. Und jetzt zuletzt hier Escalade, Cherokee und den Lamborghini Urus. Da sind es nur noch vier Meisterschaften. Und jetzt wählen wir uns mal aus, wo es beim nächsten Mal hingeht. Also Huracan ist natürlich auch super cool. Ich guck mal jetzt, der Veneno oder Huracan, wer dann die krasseste Leistungsdaten hat. So, gucken mal, da vorne geht's dann weiter mit der Autotour. Ich werde mal ganz kurz da oben mal die Reisetafel holen. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gefahren? Nee, ist richtig, glaube ich. Die sehe ich doch da oben. Schicke Luftballons steigen hier auf. Ah, nee, doch falsche Richtung. Aber da hinten ist auch eine. Das war schon gar nicht so verkehrt, aber ich wollte jetzt eigentlich zu der hier. Nee, da mache ich keine Schnellreise. Eine Reiserabatttafel. Damit können wir nämlich diesen Betrag immer weiter reduzieren von diesen Schnellreisen. Können wir wirklich irgendwann, vor allem wenn wir dann in die zweite Runde gehen, sozusagen bis zum zweiten Horizon-Finale, können wir hier ganz ordentlich Rabatttafeln sammeln. Denn die Welt, sag ich mal, die kennen wir mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut. Nach über 40 Folgen sind wir hier in Frankreich und Italien schon ganz gut unterwegs. Oh, da ist schon so ein Veneno, ey. Das ist so ein böses Biest einfach. Nur das sieht auch so megamäßig fett aus. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Mit dem Veneno werden wir auf jeden Fall mindestens ein Rennen auch fahren in der Hypercar Masche. Wir mal gucken, welcher denn besser ist, der Huracan oder der Veneno. Huracan ja hier das Titelauto sozusagen von Horizon. Ja, ich tatsächlich das Ding verpasst. Nicht, dass uns da wieder ein Driver-Tar rüberfährt und uns die Rabatttafel kaputt macht. Ich denke mal, hier ist kein Knotenpunkt, wo die Leute immer fahren. So, die haben wir uns geholt. Da haben wir dann 23 von 50 Reiserabatttafeln. Haben wir einen Betrag für die Reisen nochmal um 200 gesenkt. Ich denke mal, dafür hat sich auf jeden Fall hier die... Guck mal da auch nochmal rein. Dafür hat sich auf jeden Fall, denke ich mal, die kurze Reise gelohnt. So, vier Fähigkeitenpunkte. Das heißt, wir könnten hier theoretisch mal wieder was Gutes holen. Wir wollten ja, glaube ich, hier die 10% Rabatt auf die Autos. Da kostet dann 5. Herunterladen von Lackierung. Ihre Fähigkeitenpunkte erhöhen sich doppelt so schnell. Die war auch relativ interessant. Da wollten wir dann, glaube ich, den Weg hier gehen. Sie verdienen Driver-Taren. Ja, ich glaube, wir wollten uns die hier holen. Beziehungsweise wollten wir den Weg gehen. 5 hier, dann 3 da. Das wollten wir so machen. Genau so war es. Na gut.
So Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal setzen wir die Autotour fort. Es geht dann in die Hypercar-Meisterschaft, so viel kann ich schon mal verraten. Und das ist unser wunderschöner Rückblenden-Lamborghini Urus. Ja, das ist immer... So, da ist er. Schick, sehr schick. Ich sag einfach mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und schau mich von P1 TV.